bestimmt 6 Moderationsleitungen. Und das war einfach, das war alles. Und jetzt die letzten Jahre, da haben wir dann viele kleine Kunden gehabt, da hast du dann 10, 20, 30 verschiedene Modleitungen gehabt, Zuführungen. Und je nach Zahlungskräftigkeit vom Kunden kann die Moderation über Festleitung, über Satellit, wenn einer fast kein Geld nicht hat, der macht sie über CD dann, schickt uns eine CD, die muss man dann aufbereiten und mit und einspielen. Also in der Primetime, da waren bei uns alle Sender im Betrieb, also 16 Sender gleichzeitig. Und bei der Kurzweile ist es ja so, dass sie das Programm alle Stunde oder alle Halbstunde, alle zwei, drei Stunden, verändert sich ja wieder die Richtung, die Frequenz. Also es ist alles laufende Bewegung. Also nicht so wie bei UKW, dass sie von der Früh um von 0 Uhr bis 24 Uhr einfach eine Frequenz haben und das. Wir sind basic vorbach. Und das und das. Ausbreitungsbedingungen, das sei es so. Und das läuft halt. Da ist es bei der UKW also schon ganz ehrlich. Das ist schon ganz schön einfach. Ein Schub raus, ein Schub rein und fertig. Oder? Die Anzeigetafel da, die große Wand. In der Mitte habe ich wieder meinen Antennenstamm. Auf dem Antennenstamm konnte ich sehen, welche Antenne im Betrieb ist, mit welcher Frequenz die Antenne im Betrieb geht und welche Richtung die Antenne macht. Auf der linken Seite, die Senderanlage, wo oben die Überschrift steht, konnte ich meine Sender beobachten, welcher Sender ist im Betrieb, welcher Sender hat Störung, welcher Sender ist im Notausbetrieb. Unten die Anzeigefelder, da zeigt es mir dann meine Frequenz an, welcher Sender welche Frequenz hat. Die rechte Seite, die Haustechnik, da konnte ich also vor Ort Beleuchtungen schalten, Lüftungen schalten, konnte sehen, ob Wechselrichter, Gleichrichter, ob Netzersatzanlage, was alles in Betrieb ist. Wenn da irgendwie ein Sender zum Beispiel ausgefallen ist, dann hat man neu hochgefahren und dann umgeschaltet. Ne? Wenn ich einen gehabt habe, ja. Also wenn 16 ja, in Betrieb waren, dann ging es nicht mehr. Dann ging es nicht mehr, ja. Ja, das war das Maximum bei uns, 16 Sender. Und die waren auch manchmal in Betrieb? Die waren alle in Betrieb, ja. Also nicht immer, aber bei der Primetime, ja. Wir haben also 14 Sender mit 500 kW. Und zwei Sender mit 100 kW. Mhm. Von hier aus konnte man das sozusagen hochfahren, alles? Ja. Also alles zentral steuern? Alles zentral. Ich konnte also alle Geräte, also alle technischen Einrichtungen, konnte ich vor Ort auf manuell schalten, konnte also manuell hochfahren. Oder dass es dann der Zentralrechner gemacht hat. So sollte es eigentlich sein, dass der Zentralrechner alles schaltet. Was war das zum Beispiel das jetzt hier für eine Schalteinrichtung? Da konnte ich also mithören am Sender. Ach so, Eingang, die Modulation Ausgang, praktisch. Ja. Wurde das Signal auch messtechnisch beobachtet? Für DRM hat man das empfangen mit Fraunhofer-Empfänger oder? Teurer Spaß, ja. Ja, und hat Haken und Ösen gehabt, das Gerät. Teurer Spaß, ja. Aber es hat funktioniert, ja. Ja. Wenn man einen Sender mit hat hören wollen. Tja. Ja, viel ja, es gab manchmal schon Probleme. Ja. Man wusste manchmal nicht, wenn ich jetzt höre, jetzt von dem Haus oder von außerhalb, oder? Deswegen liegt das beim Weg über die Antenne. Ja. Also macht man ganz sicher. Moment. Ach, das ist jetzt hier praktisch, das war jetzt ein Sendeplan, gell? Wo jetzt hier irgendwo, da war glaube ich die Uhrzeit hier unten und da die Sender. Und dann hat man immer die Blöcke aufgezeichnet, wer jetzt wann was gebucht hat, oder? Das war also schon gewaltig abgespeckt jetzt. Aber so zur. Ach so, das waren die Sender? Vor das ist die Uhrzeit.
vor zwei Jahren vielleicht oder vor drei Jahren, da war das komplett voll mit Sendungen. Mhm. Also das war also jedes Mal eine Sendezeit. Das passiert. Das war alles voll direkt, 24 Stunden. Und wie für die Wettstabhilfe-Sendung? Ohne Blitz ist besser. Ja, der ist gut. 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 Ja, der ist g